Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Elix. Jawohl, ja. Wir stehen hier vor der Arena, wo wir uns ja mit Ole Gunn jetzt prügeln wollen. Oh verdammt, ja, du hast recht. Wir speichern lieber nochmal. Hier wird man dauernd angebaggert. Bitte? Ich verstehe kein Wort. Das wird so nach hinten losgehen. Bereit für eine Schelle? Zieh einfach deine Waffe. Klar, Mann. Tja. Leute, der ist fast kill, Alter. Alter, du hättest ruhig etwas weniger zuschlagen können. Das war nicht gerade die feine Art. Ah. Aber du hast mich besiegt. Jetzt kannst du bei Big Jim abkassieren. Ich baue mir darauf ein. Hab sicher noch ein paar Reste rumliegen. Ich glaube gar nicht, wie easy das jetzt gerade war. Das schockt mich gerade ein bisschen, um ehrlich zu sein. Uns soll es egal sein. Wir haben jetzt erstmal... Wir brauchen tatsächlich auch Geschicklichkeit für manche Nahkampfwaffen, habe ich mal gesehen, ne? Hier für den Schlangenbiss zum Beispiel brauchen wir 60 Geschicklichkeit. Das heißt, da macht schon Sinn. Ich würde jetzt trotzdem die Intelligenz auf 20 machen, einfach nur weil. Und ja, das können wir ruhig mal kurz so übernehmen. Dann wollte ich nochmal gucken, was können wir denn mit Intelligenz 20 machen? 10 zusätzliche Attributspunkte können wir uns zum Beispiel einmal holen. Das heißt, wenn wir Gerissenheit auf 25 haben. Eine interessante Sache, die ich auch rausgefunden habe, es gibt ja hier Alchemie. Und du kannst nämlich Tränke brauen, und zwar Elix-Tränke. Und dann kannst du mit Elix-Tränken, wir haben es ja schon gesehen, kannst du dir sowohl Lernpunkte reinballern, als auch Attributspunkte. Das Ganze hat natürlich einen bösen Nebeneffekt. Und zwar, dass du an Kälte zunimmst. Ja, das ist so ein bisschen. Da muss man mal gucken, was man da so machen kann. Feilscher. Händler geben dir einen Rabatt. Können wir zum Beispiel auch machen mit Intelligenz 20. Ich sag mal, Intelligenz 20, das bringt schon was. Auch wenn natürlich Intelligenz 50 hier mehr Sachen hat. Naja. Zumindest können wir hier auch Schlösser knacken und so eine Sachen. Ich würde sagen... Abenteurer... Ja... Ich würde sagen, wir ballern den Rest erstmal komm, wir machen das hier auch auf 20, einfach weil es noch so wenig kostet. Wir machen das hier auch erstmal auf 20, auch weil es noch wenig kostet. Weil bis zu einem gewissen Punkt ist es ja so, dass man pro einen Attributspunkt bekommt. Das hört sich immer so blöd an. Aber danach ist es ja so, dass man mehrere braucht. So kann das doch nicht weitergehen. Aber ist man doch nicht angesehen, ne? Mit mehr Kälte. Dafür ist es wirklich zu spät jetzt. Du musst es so sehen. Kälte hat nichts mit den Outlaws hier zu tun, sondern Kälte hat mit deinem Charakter zu tun. Du bist ja einer der Alps. Also einer von diesen... entmenschlichten, ja, zombie-gleichen Typen, die hier das Ödland unterwerfen. Und du wurdest dem Elex entzogen und bist deswegen jetzt irgendwie menschlich. Ne? Also es gab ja einen Mordanschlag, bla bla. Das habt ihr ja alles schon gesehen, muss ich ja jetzt nicht nochmal recappen. Aber nur kurz anreißen. Und je nachdem, wie du jetzt hier in Gesprächsoptionen und so dich entscheidest, wie viel du mordest und was du alles für hinterhältige Sachen machst, damit sinkt dein Kältelevel oder steigt. Umso kälter du bist, umso mehr bist du Alp. Umso
also umso tiefer, also wenn ein Kältelevel sinkt, das klingt blöd, weil Kälte sinkt ja normalerweise, ne? Je tiefer, umso kälter. Aber es ist genau andersrum. So, mal gucken, was er hier dazu sagt. Wegen der Arena. Ich habe gegen Ike gekämpft. Der Typ ist meist so zugedröhnt, dass er kaum stehen kann. Und was lässt du dafür jetzt springen? Ach, deswegen bist du hier. Hier, mehr gibt's für die Pfeife nicht. 50 Splitter sind 50 Splitter, da können wir uns nicht beschweren. Und wir wissen ja auch schon, gegen wen wir als Nächsten kämpfen können, nämlich gegen Gunn da drüben. Ich hatte mich am Anfang geirrt. Wir haben jetzt erst gegen Ike gekämpft, jetzt gegen Gunn. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Nein. Treffen wir uns in der Arena. Wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Gunn hat eine Knarre. Ich weiß, von wem du redest. Muss ich deutlicher werden? Dann lass mal sehen, was du kannst. Bereit? Bereit. Tja, damit hat es nicht gerechnet, wa? Billy the Kid für Arme. Alter. Ich muss erstmal wieder zu Kräften kommen. Das darf doch nicht wahr sein. Fühlt sich an, als hätte eine Horde Wüstenteufel mich plattgetrampelt. Da kann ich meine Belohnung bei Big Jim wohl vergessen. Aber da ich davon ausgehe, dass du noch gegen ihn antreten willst, schlage ich dir einen Deal vor. Oh. Ich will, dass er so richtig auf die Fresse kriegt. Und um das zu gewährleisten, habe ich ein Mittelchen, das dir den Kampf einfacher machen wird. Oh. Wir können es uns zumindest mal anhören. Ich höre. Klären wir das lieber außerhalb der Arena. Es muss ja keiner hören, was ich dir unterbreite. Also bis gleich. Ja, Jana, was ist hier los, Alter? Ich kenne den Typen nicht. Ich hab keine Ahnung. Wir sind unfucking besiegt. Wir sind der unfucking Sterbliche. Also, wie kann ich Big Jim schnell erledigen? Da mir durch den verlorenen Kampf eine Menge Kohle entgangen ist, kann ich dir natürlich nicht umsonst unter die Arme greifen. 500 Splitter und wir sind im Geschäft. Und als kleine Entscheidungshilfe gebe ich dir Folgendes mit auf den Weg. Wenn du vorhast, uns beizutreten, führt kein Weg an Big Jim vorbei. Also solltest du mein Angebot annehmen. Vergiss es. Dann viel Spaß, wenn er dich zu Brei schlägt. Darauf scheiß ich, Alter. Ich werde denen garantiert keine 500 Splitter geben. Das ist mir egal, auch wenn wir jetzt gerade merken, okay, jetzt kriegen wir hart auf die Fresse. Aber 500 Teile sind 500 Teile, Alter. Wegen der Arena. Ich hatte einen Schlagabtausch mit Gunn. Da erzählst du mir nichts Neues. Du hast ihn ziemlich alt aussehen lassen. Aber an deinem Sieg gibt es keinen Zweifel. Hier. Ich will gegen dich antreten. So, so. Du denkst wohl, nur weil du Ike und Gunn geschafft hast, hast du leichtes Spiel mit mir. Aber das kannst du dir von der Backe putzen. Ich bin ein ganz anderes Kaliber. Aber fassen wir die Fakten mal zusammen. Da du alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, um mich zu einem Kampf zu bewegen, will ich kein Spielverderber sein. Wenn ich dich durch die Arena jage, wird es eine kurze Vorstellung für dich. Sag mir, wann du bereit bist. Bereit für ein Duell? Mehr als das. Triff mich in der Arena. Leute. Ich glaube, dass der uns richtig nass machen wird. Aber vorher ballern wir uns hier mal 3 Konservendosen rein. Wir werden da auf jeden Fall mit Full Health reingehen, also... Ich verstehe kein Wort.
Full Health. Ich weiß, das ist Englisch. Nee, nicht. Das ist kein Typ. Full Health. Dafür ist es wirklich zu spät jetzt. Wieso? Ich war noch gar nicht drin. Na eben, wieso nicht? So, aber das reicht noch nicht. Scheiße. Erstmal was trinken. Erstmal was essen. Muss ich deutlicher werden. Hier wird man dauernd angebaggert. Okay, Leute. Ist es wirklich zu spät jetzt? Zähl bis drei, dann liegst du am Boden. Das werden wir ja sehen. Zieh deine Waffe. Der hat eine vergiftete. Oh shit. Da wollte ich zu viel. Aber den können wir besiegen. Den Special-Überkopfschlag, den spare ich mir einfach. So können wir nämlich noch ausweichen. Alter, und ich sag noch, ich spare mir den. Ich werd greedy. Ich bin so eine kleine greedy Bitch, Alter. Hab ich nicht gesagt. Mir brummt der Schädel. Tja, Big Jim. Du Mistschwein hast mich besiegt. Vorsicht, oder es gibt einen Nachschlag. Lass gut sein. Einmal verlieren ist schon schlimm genug. Jetzt wird mir niemand mehr folgen, wenn ich die Rebellion ausrufe. Kannst stolz auf dich sein. Wegen einem verlorenen Kampf gibst du klein bei? Niemand hat bisher den Duke besiegt. Du hast mich aber jetzt schon besiegt. Und das, obwohl ich nicht einmal die Führung habe. Denkst du wirklich, dass mir auch nur einer der Typen hier jetzt die Treue schwört? Hier, das Elixit gehört dir. Verdammte Regeln. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Digga, wir sind doch gute Freunde. Paradestärke. Ich muss ehrlich sagen, da halte ich gar nicht mehr so viel von. Ich weich lieber aus. Hier, ey, wir brauchen für Nahkampfwaffen, um das zu steigern, brauchen wir auch Geschicklichkeit. Ey. Ja, ich glaube schon. So, aber jetzt haben wir quasi alles erledigt. Damit können wir jetzt mal zu William gehen. Und dann ist es so, dass wir bei den Outlaws eher alles erledigt haben, als bei den Berserkern. Was für uns bedeutet, wenn es jetzt heißt, wir haben hier keine Aufträge mehr, aber ich glaube, wir haben noch ein paar. Und die fragen, ja, wollt ihr uns beitreten? Dann sagen wir natürlich... Wegen der Hauptmänner. Big Jims Rebellion ist abgeblasen. Gut, dass du ihm sein dummes Maul gestopft hast. Das wird den anderen zeigen, dass der Duke der wahre Herr des Ödlands ist. Den Rang eines Hauptmanns hat er sich verspielt. Dann haben wir ab jetzt wohl nur noch drei Hauptmänner. Hier, ein bisschen Spielgeld zum Verbrassen. Du hast dich um alle Hauptmänner gekümmert. Damit hast du mir die größten Probleme von der Brust genommen. Wenn du dich uns anschließen willst, dann werde ich dir nicht mehr im Weg stehen. Vielen Dank dafür. Und meine Dankbarkeit äußert sich normalerweise in Form von Elixit. In deinem Fall allerdings erinnere ich mich an die Geschichte mit Iron Madison. Ach, fuck. Was nichts anderes bedeutet, als dass du rein gar nichts von mir bekommst. Denn ich muss die Kohle investieren, um einen passenden Ersatz zu finden. Bezahl mich oder es verschwinden noch mehr Leute. Schade, wir sind halt Kampf 4, haben wir nicht. Ich glaube, wir haben nur Kampf 1 oder so. Gib mir wenigstens einen Teil der Splitter. Hast du denn auch nur einen Teil von ihr am Leben gelassen? Nein. Also jammere nicht rum. Alles klar.
Leute, das heißt, keine großen Aufgaben mehr hier bei den Outlaws. Das war das mit den Viechern. Da sollen ja irgendwie Viecher sein. Hm. Hau ihn um. Diebesversteck. Zinni hat mir ein Diebesversteck erzählt. Großer Elixitbeutel. 0 von 7, Alter. Ja. Na klar gehen wir da hin, Alter. Da waren wir doch schon. Das ist hier bei dem Opa. Ich hab den Namen vergessen. Wie hieß denn der Opa? Dem wir geholfen haben. Mana tragen brauche ich doch nicht. Ach, guck mal hier. Erfordertes Talent Berserker. Dafür, das brauchen wir für Kleriker. Aber die Mana-Tränke können wir also alle verkaufen. Du dachtest, wir hatten Kampf schon höher. Nee, wir haben, warte mal, lass mal gucken. Kampf 2, stimmt, Kampf 2 haben wir. Überleben haben wir ja hochgemacht, wegen Rüstung und so. Da haben wir ja schon ordentlich investiert. Handwerk 0, Persönlichkeit 0. Aber als nächstes werden wir ja mal gucken, dass wir zu den Klerikern durchkommen. Was ich mir auch relativ schwer vorstelle. Wir wissen ja, wie schwer es war, hier erstmal hier hinzukommen. Lustigerweise seht ihr das, dass jetzt hier überall Raptoren sind. Das war ja damals, wo wir das erste Mal hier waren, war das nicht der Fall. Das sind ja noch diese richtig fiesen Raptoren. Dann glaube ich die Raptoren, gegen die wir sowieso gar keine Schippe haben. Ich meine, ich speichere mal. Wir können ja mal gucken, ob wir gegen das Vieh ankommen. Aber ich glaube nicht. Die sind ja überhaupt nicht vergleichbar mit den Raptoren. Ne, er hat auch einen Totenkopf neben seinem. Ich meine, wir machen ein bisschen Schaden. Sobald der angreift, sind wir kill. Ich weiß gar nicht, durch was wir jetzt noch leben. Trotzdem muss ich sagen, wir haben uns besser geschlagen, als ich dachte. Also man merkt deutlich, dass wir jetzt langsam wirklich immer stärker werden. Aber der Kampf ist aussichtslos. Ja. Na. Manu. Ein HP, ja. Und da ist schon wieder so ein Terrorhühnchen, Alter. Der Unterschied ist, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, aber wenn wir jetzt zuschlagen, haben die ganzen Viecher immer wie so eine Rückschrecksekunde. Das hatten sie ja damals nicht und das war ja unser Riesenproblem, Alter. Deswegen haben wir ja nichts tot gekriegt, weil egal, ob wir zugehauen haben oder nicht, die sind einfach weiter nach vorne marschiert.
So, jetzt ist natürlich die Frage. Nö, der Opa ist immer noch da. Das ist natürlich cool jetzt. Da schlagen wir... Das ist der easyste Auftrag. Der easyste. Den wir bis jetzt hatten. Weil wir hier schon alles geklärt haben. Ah ja, ich sehe schon, wo das hinführt. Trotzdem würde mich das Boot da interessieren und ich glaube, wenn wir hier das auf dem Turm erledigt haben, dann schauen wir auch mal da unten wegen dem Boot. Der rutscht immer so ein kleines Stückchen. Das macht mich irre. Das ist das, was ich meine. Weißt du, du sollst da oben rauf, aber du kommst da gar nicht rauf. Aber egal, wir kriegen das schon hin. Früher oder später. Wahrscheinlich später. Es war halt manchmal die Steuerung von dem Spiel. Ich meine, ihr seht, ne? Das Gute ist, dass die Entwickler selber wissen, dass das mit dem Jetpack... Ich find's interessant, dass sie es überhaupt gemacht haben, weil die Engine von Gothic und so, das ist ja immer noch dieselbe Engine, auf die sie ausbauen. Die ist nicht für sowas gemacht. So. Okay, wie viele Möglichkeiten kann es jetzt hier geben? Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Scheiße. Stehen hier Zahlen? Ne, es sind X'e, ne? Was ist das? Ich überlege gerade, ob wir irgendwo einen Hinweis darauf hatten, was das hier sein kann für ein Das war nichts. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf.
Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir hier lebend runterkommen. Ich meine, runterkommt man immer. Das steht außer Frage. Trotzdem juckt es mir in den Finger, jetzt da zu diesem Boot zu fahren. Zu fliegen, wie auch immer. Ich hoffe, es gibt hier keine Wasserviecher, aber tauchen können wir schon mal nicht. Ich bin sehr gespannt. Das Gute ist, dass wenn wir von hier weg wollen, ja, dann können wir uns ja porten. Das ist ja das Gute an der ganzen Geschichte. Okay. Hochgradig radioaktiv. Da müssen wir nochmal gucken, wenn wir Radioaktivität Dingens da gesteigert haben, dann können wir vielleicht das Ganze nochmal versuchen. Ich weiß nicht, wie wir jetzt dem Doc noch helfen sollen. Also ehrlich jetzt, ich weiß nicht, wie wir Doc helfen sollen mit seinen gestohlenen Stims. Weil wir kriegen ja von Cindy nicht... Das ist ja das Geile, weil ich Cindy nicht bezahlen wollte. Olle Cindy. Dafür, dass sie uns sagt, wo das Ganze ist. Oder was sie gehört hat. Und nicht noch ein zweiter. Das ist scheiße. Zwei sind scheiße. Ja, mit dem Jetpack, das sind so mehrere Sachen, wo ich sage, ich finde das schade. Weil auch wenn ich schnell eine Leiter hochklettern will zum Beispiel, könnte ich doch einfach an den Seiten anfassen und dann per Jetpack hochschießen. Fände ich cool zumindest. Ich find's okay, dass sie jetzt nicht so overcommitted haben zu dem ganzen Jetpack-Ding, sondern einfach gesagt haben, okay, wir bauen Jetpack ein. Wir wissen, dass es aufgrund unserer Engine nicht der geilste Shit wird, weißt du, sondern mehr so ein bisschen gimmicky. Aber wir versuchen es einfach mal. Hab gerade überlegt, ob wir vielleicht nochmal zurück in die Stadt sollen und gucken, ob wir da einen Lehrer für irgendwas finden. Aber momentan, muss ich ehrlich sagen, ist die Idee viel krasser, nochmal nach Edan zu gehen. Und da die letzten Aufträge zu machen für die Berserker. Oder wir gehen direkt nach Ignadon. Ignadon heißt es, ne? Wo die Kleriker sind. Scheiße. Da unten kämpfen welche.
Aber da unten sind auch diese Spinnen, gegen die wir absolut keine Schippe haben. Sag mal, ist das ein Berserker, der da unten ist? Okay, ich weiß, das ist ganz dumm, was ich jetzt hier mache. Okay, es war kein Berserker. Und wenn das eine Wache war, heißt das, das war wahrscheinlich ein Händler, der da unten gerade tot lag. Müssen wir nochmal reingucken später. Ich meine, im Endeffekt, wenn Micha da ist, ne, du kannst dir die ganze Zeit die Liste nehmen, kannst gerne alles Mögliche aufschreiben, was wir liegen lassen haben, was wir noch nicht erledigen konnten und. Wer uns blöd kommt. Ne, bei Charakteren, die auf der Todesliste rauf sollen oder unsere To-Do-Liste oder wie auch immer. Kannst mich immer gern fragen, dann sage ich dir, ob der darauf gehört. Okay, und da vorne ist schon wieder irgendwas. Sind die Vorratskisten, die wir suchen? Ich dachte schon, ich treffe hier draußen nie auf einen Menschen. Seit mehreren Tagen verstecke ich mich hier jetzt schon. Du musst mir helfen. Unsere Karawane wurde überfallen. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Erzähl mir, was vorgefallen ist. Eine Gruppe Alps hat uns überrascht. Wir sind mit unserer Karawane gerade aus Abessa wieder auf den Weg zurück zum Fort gewesen, als sie uns aufgelauert haben. Es hat keine 10 Minuten gedauert, da hatten sie uns abgeschlachtet. Wie hast du überlebt? Ich konnte mich rechtzeitig verstecken. Scheiße nochmal, ich bin gerade erst zum Läufer befördert worden. Dachte, ich kann ein paar leichte Aufgaben im Fort erledigen. Falsch gedacht. Stattdessen werde ich rausgeschickt und muss mit ansehen, wie meine ganze Karawane abgeschlachtet wird. Du bist ein Läufer? Ja, das ist der unterste Rang im Fort. Man bekommt Zugang zu Rüstungen und ein paar von den geilen Stims. Aber das war's auch erstmal. Wenn man bessere Ausrüstung möchte, muss man sich schon hocharbeiten. Das war genau das, was ich vorhatte, bevor dieser ganze Mist hier passiert ist. Was hast du jetzt vor? Ich hatte gehofft, ich könnte mit dir kommen. Alleine überlebe ich den Marsch ins Fort niemals. Ich hatte Glück, dass ich bis jetzt noch nicht von Alps gefunden oder von den Schakalen gefressen wurde. Bitte, du musst mir helfen, dass ich Hank Bericht erstatten kann. Na super. Ich meine, wir kommen mit einem Jetpack überall hin, aber er hat keins. Hank schickt mich. Echt? Das ist gut. Wir müssen das Fort informieren, dass die Nachschubrouten nach Abessa nicht mehr sicher sind. Hank sagt, wir dürfen es niemandem erzählen. Wieso sollten wir es niemandem erzählen? Die Leute müssen erfahren, dass die Routen nicht mehr sicher sind. Wir müssen es allen sagen. Hank hat Angst, dass eine Panik ausbrechen könnte. Das ist doch Blödsinn. Also, naja, selbst wenn, es ist viel wichtiger, dass niemand mehr diese Route bereist. Wenn du überleben willst, solltest du nicht zurück ins Fort gehen. Ja, leider haben wir noch nicht Suggestion oder so. Na gut, ich werde dich zum Fort bringen. Wir sollten noch ein paar Warenkisten von ihr mitnehmen. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Also wie gesagt, ne, weil ich gerade im Chat lese mit To-Do-Liste und Todesliste. Wenn ihr Bock habt, ne, nehmt euch einen Zettel und schreibt To-Do-Liste auf.
Ich kann jede Erinnerung gut gebrauchen. Also jede Erinnerungshilfe. Aber das wisst ihr ja. Okay. Aber es ist interessant, einen Alp haben sie auch gekillt. Was ist denn da hinten? Ich brauche Hilfe. Hallo, Fremder. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, bevor du weiterziehst, bin ich genau dein Mann. Das ist der Händler, Alter. Aber der ist jetzt die ganze Zeit ohne seine Wachen, weil die liegen tot bei den Spinnen. Was hast du anzubieten? Alles, was dein Herz begehrt. Guck mal, eine Zahnaxt. Die macht mehr Schaden als unsere. Nehmen wir mal mit. Ansonsten gibt es hier nichts so Tolles. Handgranaten und so eine Sachen können wir eigentlich verkaufen. Nutzen wir eh nicht. So, was haben wir gesagt? Die Mana-Sachen. Hier, Mana-Trank können wir verkaufen, brauchen wir nicht. Können wir nicht nutzen, besser gesagt. Und dann haben wir ja noch, hier zum Beispiel reines Elex und so. Das brauchst du halt, wenn du diese Tränke machen willst, diese Elex-Tränke. Alles Rohstoffe. Das Verkaufen ist immer so eine Sache für sich, finde ich. Der Dude Klopapier, Alter. Explosivbolzen und so eine Sachen. Sowas können wir eigentlich auch alles verkaufen. Ich meine, guck mal, das bringt uns pro Teil einen Elixit immer. Naja, aber behalten wir erstmal bei uns noch. So, und jetzt helfen wir mal Olle Kiddo nach Hause zurückzukommen. Beziehungsweise pfeifen wir uns hier mal ein großes Heilenkraut rein. Ich bin wirklich am überlegen, ob wir auch guter Esser jetzt skillen. So. Ich helfe dir zurück ins Fort zu kommen. Ich danke dir. Ich habe wirklich Schiss alleine hier draußen. Am besten gehst du voraus, ich werde dir folgen. Kit schließt sich dir an. Na toll. Und als erstes müssen wir gleich an so einem Gockel vorbei. Ja, es funktioniert, Alter. Ich hab jetzt nur gepokert, Alter, ob das funktioniert. Endlich. Ich kann es nicht fassen, dass ich heile aus der Sache herausgekommen bin. Hier. Das ist alles, womit ich dir danken kann. Ich werde das Fort nie wieder verlassen. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich werde sofort zu Hank gehen und ihm Bericht erstatten. Die Leute müssen erfahren, dass unsere Nachschubroute zwischen dem Fort und Abessa nicht mehr sicher ist. Okay. Ich sag's ganz ehrlich, wir sollten mal Kit jetzt folgen. Weil sobald er bei Hank ankommt und allen erzählt, dass die Handelsrouten nicht mehr sicher sind. Ich glaube, Hank wird den erschießen. Deswegen, auch wenn er natürlich langsam unterwegs ist, die Zeit nehmen wir uns. Vielleicht sehen wir da links und rechts des Weges nochmal ein paar interessante Sachen. Wie ihn zum Beispiel hier. Der hat Kopfhörer auf, das sieht man nicht.
Weil der hat Kopfhörer auf und hört übelst Techno. Schranztyp wahrscheinlich. Voll in seiner eigenen Welt. Nee, ich glaube, dass das ganz schlecht ausgehen wird jetzt für Kit. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass wenn wir uns teleporten, dass wir auf der Karte sehen, dass er noch hinten steht und anfängt loszulaufen. Weil so war es damals in so Spielen immer. Das kenne ich noch. Die Tücken des Transportsystems. Ich freue mich jetzt schon wieder nach Edan zurückzugehen, nochmal bei den Berserkern ein bisschen rumzulatschen. Entfernt Verwandter von Breakdance-Ingo, meinst du? Oh ja. Da müssen wir denen aber auch einen Namen geben. Ich nenne ihn Trashcore Rudy. Obwohl das ein fetter Name ist, Alter. Trashcore Rudy, mein Name. Nee, auch so ist Verwandter falsch geschrieben. Hey Hank, schlechte Nachrichten. Unsere Karawane wurde von den Alps überfallen. Bist du wahnsinnig? Posaun ist doch noch lauter raus. Ich hab mir schon sowas gedacht, weil ihr so lange gebraucht habt. Wir müssen es den Leuten sagen. Die Leute müssen erfahren. Verdammt, Kit, hältst du jetzt die Klappe? Wenn die Leute wüssten, dass wir Probleme mit dem Nachschub aus Abessa haben, könnte es zu einem Aufstand kommen. Aber wir müssen es dem Duke sagen. Wir können doch nicht einfach... Entweder du hältst jetzt sofort die Klappe, oder ich bringe dich zum Schweigen. Nein, das geht nicht. Die Leute müssen es erfahren. Wir müssen handeln. Verdammte Scheiße, jetzt reicht es. Du wirst mich noch kennenlernen. What the fuck? Du hast Kit getötet. Ganz richtig. Ich hatte keine andere Wahl. Und wenn du mitbekommen hast, warum, dann solltest du unbedingt die Schnauze halten. Sonst passiert mit dir das Gleiche. Alles klar? Sorry, aber ich hab Big Jim gekillt. Fast. Ich hab Iron Madison völlig zerhackt. Ja? Ich hab hier ein paar der großen Cockerinos, Alter, beklaut, zusammengeschlagen, vernichtet. Und dann kommt hier olle Hanky Boy, Alter. Heidiho! Weißt du, der lachende Weihnachtscode, ja? Und will mir ans Bein pissen. Eure Aufgabe. Ab auf die Liste. Ich hab deine Warenkisten von der Karawane. Das ist ja schon immerhin etwas. Aber du Idiot hast zugelassen, dass Kit hier ins Lager gekommen ist. Du hast behauptet, du kümmerst dich um das Problem. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Da du deine Aufgabe nicht ordentlich erfüllt hast, sehe ich auch keinen Grund, dich dafür zu bezahlen. Und jetzt verschwinde. Wow, Hank. For real? Schreib mal, du kannst ruhig mal bei Hank daneben schreiben. Hat uns nicht bezahlt, hat uns verarscht. Hat Kit gekillt. Und Kit lag mir wirklich am Herzen. So, Geschicklichkeit. Ballern wir mal hoch auf 24. 5 Lernpunkte haben wir. Ey Leute, da müssen wir jetzt wirklich mal langsam irgendwo was reinmachen. Hecken und Bergbau. Ist nicht verkehrt. Guter Esser. Erhöht die Wirkung, die du aus Nahrung gewinnst. Ich weiß nicht, inwiefern das was bringt, aber wir werden auf jeden Fall mal gucken. Während mein Nachbar unter mir wieder völlig durchdreht. Und das hört sich immer so an, als ob der was machst du seine da? Couch nimmt und einmal umrollt. So, boom. Boom.
Dann schreit er seine Frau an und schlägt sie wahrscheinlich wieder. Okay, dann schauen wir mal kurz auf die Karte. Chloe ist ein Persönlichkeitslehrer. Können wir denn überhaupt bei Persönlichkeit irgendwas lernen? Nee. Das heißt, entweder Handwerk brauchen wir jetzt momentan nicht. Guter Esser würde ich ganz gerne skillen. Ansonsten kannst du vergessen, ne? Ich meine, Frostresistenz und so könnten wir mal angehen. Aber ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, ist auch die Frage. Für alles andere brauchen wir übelst noch hier Gerissenheit. Ich hab's gewusst. Es kommt, wie es kommen muss. Unterschreiben würde ich das nicht. Zumindest die Zahnarzt können wir jetzt ausrüsten. Nur Frostbeulen. Bis demnächst. Überlebenslehrer. Komm, dann gehen wir da hin und machen jetzt guter Esser. Vielleicht heilen wir wirklich deutlich mehr. Oh, ich hätte ihn mal markieren sollen. Ach, Mad Bob. Das ist ja wundervoll. Oh, was denn hier? Wird's Nacht? Rückenprobleme? Ach fuck. Ich hab den gar nicht gesehen gehabt. Dachte, wir können hier mal gucken. Ich wollte ja nur mal gucken. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Ich würde so gern Ausdauer, aber da brauchen wir Konstitution oben noch. Aber guter Esser, ich glaube, das ist ganz gut. So, am Arm gekratzt. So, Leute, dann würde ich es jetzt sagen, weil wir jetzt in Tavar. Ich weiß nicht, wie wir Doc helfen sollen. In Tavar können wir erstmal nichts machen. Jedenfalls nicht so schnell. Deswegen würde ich tatsächlich sagen. Wir gehen nochmal nach Edan. Gucken, was wir da noch erledigen können. Da haben wir ja noch diverse Aufträge. Steigen noch ein bisschen hoch und dann ist unser nächstes Ziel Ignadon. Hurras! Ich bin wieder da! Oh. Ah. Ich gib's ja nicht mehr. So, im verbotenen Tal. Ah, da kamen wir auch noch nicht hin. Da im verbotenen Tal, das war ja das, wo die übelsten Cockerinos rumhängen. Drei Maschinenteile. Wir können erstmal das mit Kurin angehen. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Oh, jetzt schreit man sich unten an. Was ist so schön. Das ist auch, ich glaube, das wird mir fehlen, wenn ich hier erstmal weggezogen bin. Das ist ja irgendwie auch Teil dieses Let's Plays geworden. Mich aufzuregen über meine asozialen Nachbarn. Also generell, nicht nur von diesem Let's Play. Also jeden Let's Play auf meinem Kanal. So, hier waren noch die Jäger. Also die Banditen. Komm her, du! Oh Gott, wie viele das sind. Das habe ich nicht gesehen gehabt, dass das so viele sind.
übertrieben einfach. Einfach mal so 5000 Dudes hinter mir her. Das soll uns nicht interessieren, wir sind ja schnell genug hier. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir mittlerweile stark genug sind, um hier uns auch ein bisschen zu wehren. Aber jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn da vorne sind die Alps, ne? Da ist ja der Alp-Außenposten. Direkt ein Teleporter. Warte mal, dafür haben wir ja auch einen Auftrag. So. Wir können es ja nochmal versuchen. Das waren ja nur zwei. Aber die haben halt Fernkampfwaffen, ne? Oh, das sieht man aber deutlich. Guck mal, wie schnell das jetzt hochgeht mit dem Leben. Zwei Setzerbrote hat das bloß gebraucht. Okay, wir können es schaffen. Im nächsten Anlauf dann aber, glaube ich. Das Problem ist wirklich, wenn wir zwei Gegner haben, durch das Kampfsystem ist das so... Boah. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber das ist machbar. Habt ihr gesehen, wir machen ordentlich Schaden bei den Dudes. Das Blöde ist bloß, dass wir uns jedes Mal jetzt die Cutscene reinziehen müssen, wenn wir da... Ich weiß noch nicht, wie wir das jetzt genau angehen. Die haben wir nur gewinnen lassen. Achso, ey. Als ob der uns getroffen hat. Oh, oh, Ausdauer. Komm, wir sind Lowlife. Aber wir sind keine Lowlifer. Wenn ich nicht will, dass die Alps mich aufspüren, sollte ich jeden erledigen, der mich gesehen hat, bevor er Meldung machen kann. Puh. Also wir müssen noch deutlich an unser Kampf erprobten Dings. Das Ding ist, dass du kannst das Ziel nach links umschalten, aber du kannst nicht wieder nach rechts mit derselben Taste. Das ist ein bisschen doof. So, warte mal.
Was wir jetzt aber hier machen können, ist ja für Corinne. Er hat die Waffe verloren. Und das ist ja irgendwo hier hinten drin. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht noch mehr Alps sind. Und wenn, dann bitte... Wenn, dann bitte nur einzeln. Ich glaube, nochmal zwei Dudes schaffe ich nicht. Ich höre auf jeden Fall einen Schakal irgendwo. Da ist ein Teleporter. Zumindest sieht es aus wie ein Teleporter. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Aber wir haben die Alps gekillt. Okay, der ist tot. Was höre ich denn hier? Wasser? Schlechter Zeitpunkt. Okay, ich bin in einem Kampf verwickelt, aber ich, Schlechter Zeitpunkt. Ich hab keine Ahnung wo. Bedrohlicher Schleimdrakon. Alles klar, Leute. Ich meine, ihr seht wahrscheinlich genauso wenig wie ich. Aber so wie es aussieht, geht es jetzt hier von Ebene zu Ebene und überall warten irgendwelche Kackviecher auf uns. Aber zumindest bekommen wir hier die Maschinenteile, die wir auch sammeln sollen. Wir können also mehrere Aufträge gleichzeitig machen. Gefällt mir schon mal ziemlich gut. Mach einen Kopf zu, mein Freund. Ich meine, noch ist alles cool. Wir sind gut dabei.
Gratulation! Die Kampfkolosse abwarten zu lassen und sie erst in den letzten Zügen der Schlacht einzusetzen, hat dem Feind das Genick gebrochen. Ein strategisch perfekt gelungener Feldzug. Wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben. Noch einmal werden sie nicht darauf hereinfallen. Der Sieg ist jedenfalls ganz allein dein Verdienst. Sehr zum Unwillen der anderen Commander und der Elexitoren, würde ich vermuten. Meinst du? Wie kommst du darauf? Stärke, Logik und Effektivität sind unser höchstes Gut und Beitrag zum Erhalt unseres Volkes. Ein aufstrebender junger Offizier hat am Anfang seiner Karriere sehr viele Hürden zu nehmen, nicht selten gegen seine eigenen Männer. Und du bist unglaublich schnell sehr stark geworden. Also halte dir stets den Rücken frei. Tja, hätten wir uns dran halten sollen, ne? Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand im Eispalast meine Havarie und meine Exekution geplant hat. Aber wer? Okay, er kommt. Okay, Leute, was es mit diesen ganzen Flashbacks auf sich hat, was wir hier noch alles über uns selber erfahren werden und wer unsere Exekution tatsächlich veranlasst und geplant hat, das alles in der nächsten Folge von Elex. Hier im Livestream geht's noch weiter für dich auf YouTube. Erst morgen. Deswegen schau doch mal vorbei auf Twitch. Ciao, ciao.